meisten von uns denken darüber nach, was sie denn im Reich Gottes tun sollen. Was ist meine Berufung? Was ist die Aufgabe, die Gott für mich hat, für mein Leben? Wo sind die Gaben, die er mir gegeben hat, passend zu dem Auftrag, den er für mich hat? Und die meisten von uns denken an einen großen Dienst, an etwas Besonderes, an etwas Einzigartiges. Und das stimmt auch so. Gott hat etwas Einzigartiges für dich geplant, was nur für dich gedacht ist, was du ausführen sollst in seinem Reich. Durch die ganze Bibel hindurch zieht sich dieser eine Gedanke Gottes, der für seine Kinder gedacht war. Und zwar der, dass wir ein Segen sein sollen. Du sollst ein Segen sein. Das ist das, was wir im ersten Buch der Bibel schon lesen, dass Gott zu Abraham sagt, du bist gesegnet und ich werde deinen Namen groß machen und du sollst ein Segen sein. Oder in den Sprüchen lesen wir, der Segen der Aufrichtigen wird ihre Stadt erheben. Oder im Neuen Testament lesen wir, wer segensreich sät, wird segensreich ernten. Oder die besondere Aussage, die für uns alle gilt, die lesen wir auch im Neuen Testament, die heißt, er hat uns gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt in Christus. Verstehst du, dein Leben ist gesetzt als ein Segen Gottes für die Welt, die um dich herum ist. Du sollst ein Segen sein, weil der Herr dich gesegnet hat. Er hat dich ausgestattet mit allem, was du dazu brauchst. Du bist ein Segensträger und du sollst in einer Welt, die wirklich schwierig ist, die verloren ist, die wirklich am Ende ist, wo viele Menschen keine Hoffnung mehr haben, du bist gesetzt als ein Segensträger, als jemand, der den Segen Gottes weitergibt. Das ist eine große, eine starke Berufung. Das ist etwas Besonderes, was Gott in dein Leben gelegt hat. Das ist etwas Einzigartiges, weil du einzigartig bist. Gott hat dich einzigartig geschaffen. Und er möchte den Segen, den er dir gegeben hat, dass du den weitergibst. Gott hat mehr für dich.